Herzlich willkommen. Hier im Hintergrund sehen Sie die Abteikirche St. Matthias, eine der großen Sehenswürdigkeiten, aber etwas außerhalb des Trierer Stadtzentrums gelegen. Und das ist kein Zufall, sondern hat mit dem Thema der heutigen Vorlesungsstunde zu tun. Nach dem Zwölftafelgesetz, das der Überlieferung nach schon 450, 449 vor Christus in Rom erlassen wurde, durfte kein Leichnam innerhalb der Stadtgrenzen bestattet werden. Und an diese Vorschrift haben sich die Römer auch noch in der späteren Zeit und auch in ihren Provinzen gehalten. Und deshalb war der Friedhof in Trier außerhalb der Stadtmauern. Einer war bei der Abtei St. Matthias, einer anderer bei der Kirche St. Paulin. Beides außerhalb der Stadtmauern des antiken Trier. Und dort haben die Christen ihre Toten bestattet und ihre Märtyrer verehrt, und deshalb sind dort christliche Kirchen entstanden, letztlich also wegen der Bestattungsregeln der Zwölf Tafeln. Diese Bestattungsregeln sind längst nicht das einzige Beispiel dafür, dass Vorschriften des Zwölftafelgesetzes noch viel später beachtet wurden. Manche sind bis in die Zeit Justinians, also für fast 1000 Jahre, in Geltung geblieben, und eben darum ist das Zwölftafelgesetz eine ganz wichtige ein ganz wichtiges Ereignis in der römischen Rechtsgeschichte, dem wir die heutige Stunde widmen. Der Titel der Vorlesung, Homo Sacer, lehnt sich an, einerseits an eine Strafbestimmung, die sich in den zwölf Tafeln findet, andererseits an ein Werk des italienischen zeitgenössischen Philosophen Giorgio Agamben. Die Strafbestimmung haben wir schon in der letzten Vorlesungsstunde kurz gestreift. Da hatte ich im Zusammenhang mit der Forum-Inschrift erwähnt, dass in alten römischen Gesetzen mehrfach die Sanktion Sacer esto, er soll Sacer sein, das heißt, er soll den Göttern heilig oder auch er soll den Göttern verfallen sein, er soll vogelfrei sein, vorkommt. Wir hatten gesehen, dass das wohl schon in der Forum-Inschrift in einer altertümlichen Sprachfassung zu finden ist. Wir haben das in einer Reihe von weiteren Quellen, die alte römische Gesetze zeigen, und wir haben es an einer Stelle auch in den zwölf Tafeln, nämlich auf Tafel 8 in Paragraph 9. Das ist die Vorschrift, die Sie sich zur Vorbereitung noch einmal näher ansehen sollten, wie ich in meinem kleinen Zusatzvideo vorgeschlagen hatte. Darauf kommen wir also nachher zurück. Für jetzt halten wir fest, für schwerwiegende Verbrechenstatbestände enthalten die altrömischen Gesetze diese Sanktion. Er, der Täter, soll Sacer sein, und Sacer heißt eben zugleich heilig, den Göttern geweiht, aber auch den Göttern und ihrer Rache verfallen. Konkret hieß das als Straftatbestand, das sagen uns andere Quellen, dass jemand außerhalb des Schutzes der Rechtsordnung stand, dass er also von jedem straflos getötet werden konnte. Und der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der zu den bekanntesten zeitgenössischen Denkern gehört, oder jedenfalls zu denen, die auch am meisten diskutiert werden, bezieht das nun auf die Gegenwart. Er sagt, Homo Sacer ist jeder, der schutzlos der souveränen Gewalt eines Staates ausgeliefert ist. Und umgekehrt ist es gerade das Kennzeichen der Staatsgewalt, der souveränen Gewalt, dass sie eben einen Menschen zum Homo Sacer machen kann, der nichts mehr als sein nacktes Leben hat, der jeden Schutz, jede Einbettung in einen sozialen Zusammenhalt verloren hat. In besonderer Weise sieht Giorgio Agamben diesen Zustand des Homo Sacer, der eben mit dem nackten Leben, dem Zugriff des Staates, mit seinem Körper ausgesetzt ist, in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern verwirklicht. Aber, und das ist das Kontroverse an seinen Thesen, er meint, es ist kennzeichnend für jede souveräne Macht, dass sie Menschen zum Homo Sacer macht, und er wirft das auch modernen Demokratien vor und den modernen Rechtsordnungen, dass sie letztlich diese souveräne Gewalt ausüben, und er behauptet, das sei beispielsweise in Flüchtlingslagern der Fall, dass Menschen eben aus einer Rechtsordnung ausgeschlossen werden, der Schutzordnung der Rechtsordnung ihnen versagt wird und sie damit zu homines sacri werden. Ob es gerechtfertigt ist, in dieser Weise eine Verbindungslinie zu ziehen, darüber kann man natürlich trefflich streiten. Ich wollte auf Giorgio Agamben hinweisen, weil so viel über ihn diskutiert wird und weil er sich eben ganz bewusst auf dieses archaische römische Recht
bezieht. Das sollte man also als Jurist wissen. Und ich würde auch zu bedenken geben, so viel ist sicherlich richtig, dass es in einem Staat, der Souveränität in Anspruch nimmt, immer den Punkt gibt, wo eine Macht ausgeübt wird, die von keiner anderen Instanz mehr kontrolliert wird. Und insofern gibt es auch immer die Gefahr, dass Menschen angesichts der Staatsmacht zum Homo Sacer werden. Ob und wo das geschieht, das will ich dahinstellen. Es sei auch nicht verschwiegen, dass der Herr Agamben gerade in neuester Zeit im Zusammenhang mit seinen Überlegungen über die Staatsmacht und über den Ausnahmezustand dann ziemlich eigenartige Thesen zur Corona-Pandemie in seiner Heimat geäußert hat. Das alles soll nicht verschwiegen sein, aber ein Intellektueller der Gegenwart, der auf das römische Recht zurückkommt und von dem man insofern schon mal gehört haben darf, bleibt er dennoch. Wir wenden uns mit diesem kleinen Exkurs nun dem antiken Zwölftafelgesetz zu. Die Aufgabe zur Vorbereitung sollte ja auch dazu dienen, ein allererstes Mal zu üben, wie man später an eine Klausur herangeht, nämlich an eine Quellenexegese. Da wird der erste Punkt immer sein, die Aufgabe, den historischen Kontext der Quelle zu erörtern. Wenn Sie also in der Klausur über eine einzelne Vorschrift der zwölf Tafeln, beispielsweise Tafel 8, Paragraph 9, schreiben sollten, wäre die erste Anforderung, schauen Sie sich den historischen Kontext an. In der Klausur sollten Sie dann dazu etwas wissen, weil Sie es in der Vorlesung gelernt haben oder weil Sie es in der Vorbereitung sich nochmal angeschaut haben. Weil die Klausur ein sogenanntes Open Book Exam, das Sie zu Hause schreiben sein wird, können Sie auch versuchen, noch etwas nachzuschlagen oder etwas zu ergoogeln. Dazu brauchen Sie aber ein bisschen Vorwissen, sonst werden Sie da in die Irre geführt werden. Für unsere heutige Testaufgabe können Sie zunächst mal auf das zurückgreifen, was wir in der letzten Stunde schon besprochen haben. Da hatte ich Ihnen ja schon berichtet vom Wechsel der Regierungsform in Rom. Ich hatte Ihnen gesagt, die legendären Berichte über eine frühe Königsherrschaft sind im Kern glaubhaft und es wird also tatsächlich so gewesen sein, dass zu einem Zeitpunkt, der vielleicht wirklich so am Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus lag, aus der römischen Königsherrschaft eine Republik mit jährlich gewählten Beamten geworden ist. Das ist die unmittelbare Vorgeschichte der zwölf Tafeln. Nach den Quellen, die ich Ihnen diesmal abgedruckt hatte, sind die zwölf Tafeln kurz nach Beginn der Republik gemacht worden. Und es wird auch ausdrücklich gesagt, man brauchte eben eine neue gesetzliche Ordnung nach dem Ende der Königsherrschaft. Zweitens können Sie den Quellen, die ich Ihnen für die heutige Stunde zusätzlich zum Text der zwölf Tafeln abgedruckt hatte, diesen Auszügen aus der Geschichtsschreibung des Livius und dem rechtshistorischen Bericht des Pomponius entnehmen, dass die Zwölftafelgesetzgebung im Kontext der Auseinandersetzung zwischen Plebejern und Patriziern war. Was Patrizier sind, wissen Sie auch schon aus der letzten Vorlesungsstunde. Patrizier sind die römische Adels- oder Oberschicht. Patrizier ist die Bezeichnung für die Familien, die seit alters her im Senat vertreten sind. Die Senatoren nennen sich Patres, nehmen quasi für sich in Anspruch, Eltern oder Vormünder, Väter des ganzen Staates zu sein. Ihre Familien heißen Patrizier und diejenigen, die nicht zu den Patriziern gehören, sind eben die Plebejer oder die Plebs. Die haben zunächst mal im Staat nichts zu sagen. Es gibt die Hypothese, dass das ursprünglich die Schicht der Zugewanderten ist. Also Leute, die nicht zur ursprünglichen römischen Bürgerbevölkerung gehören, sondern die nachträglich eingewandert sind und denen man zunächst keine politischen Rechte gegeben hat. Dafür könnte sprechen, dass diese Plebejer ein stark ausgeprägtes eigenes Gemeinschaftsleben haben. Die haben quasi eine eigene Gemeinde, sie haben eigene Tempel, sie wählen sich eigene Beamte und sie sind eben am Leben des römischen Gesamtstaats zunächst gar nicht beteiligt. Sie sitzen nicht im Senat, sie können keine Beamtenstellen für den Gesamtstaat besetzen und so weiter. Und in den zwölf Tafeln soll auch ein Eheverbot zwischen Plebejern und Patriziern bestanden haben. Die Zwölftafelgesetzgebung ist also eine Episode im Rahmen dieser jahrhundertelangen Ständekämpfe. In den Quellen wird berichtet, dass die zwölf Tafeln bestimmte Vorteile für die Plebejer boten. Insbesondere soll sie auf dem Aventin die Möglichkeit gehabt haben, sich anzusiedeln. Später erkämpfen sie sich weitere Rechte. Ich habe Ihnen die wichtigsten Stationen dieser Ständekämpfe auf der Folie notiert. Schon vor Erlass der zwölf Tafeln soll ein erster Punkt der gewesen sein, unmittelbar nach Gründung der Republik, dass die
Unverletzlichkeit der Volkstribunen anerkannt wurde. Die Volkstribunen sind gerade die Beamten, die die Plebejer sich selber wählen. Es gibt noch weitere, aber die Volkstribunen sind die wichtigsten. Und diesen Volkstribunen wird Unverletzlichkeit und weitere Rechte für den römischen Gesamtstaat zuerkannt. Da fängt also die Integration der Plebejer in den Staat an. Ihre Institutionen, ihre Vertreter bekommen eine Rolle im Gesamtstaat. Das soll erzwungen worden sein, dadurch, dass die Plebejer sozusagen in Streik getreten sind und sich auf ihrem Hügel auf dem Aventin zurückgezogen haben. Ein weiteres Mal tun sie das dann im Zusammenhang mit der Zwölftafelgesetzgebung, erreichen wieder bestimmte Zugeständnisse. Kurz nach Erlass der Zwölftafeln soll dann dieses zunächst bestehende Eheverbot aufgehoben worden sein. Und geraume Zeit später erst wird dann den Plebejern gestattet, das Konsulatsamt zu besetzen, also einen der beiden Anführer des Staates auf ein Jahr zu stellen. Damit sind sie formal weitgehend den Patriziern gleichgestellt, denn das bedeutet sicher auch, dass die Plebejer in den Senat Zutritt bekommen, denn gewesene Konsuln sind zu allen Zeiten Senatsmitglieder geworden. Man kann also annehmen, die Plebejer sind jetzt an den höchsten Staatsämtern beteiligt, sie sitzen im Senat, sie können Konsul werden. Der allerletzte Schritt zur Integration der Plebejer in diesen römischen Staat gelingt erst nochmal 70 Jahre später, zu Anfang des 3. Jahrhunderts vor Christus. Da wird nämlich bestimmt, dass Beschlüsse der Plebejerversammlung, also ihrer Sondergemeinschaft, verbindliche Kraft für den Gesamtstaat haben, dass die Plebejer also alleine Gesetze erlassen können. Das ist ein bemerkenswertes Zugeständnis. Es ist nur dadurch erklärbar, dass zu diesem Zeitpunkt längst reiche Plebejer in die Oberschicht aufgestiegen waren. Eben dadurch, dass sie Konsuln werden konnten, dass sie einheiraten konnten in patrizische Familien. Es gab also eine neue Oberschicht, die gemischt aus alten Patriziern und aufgestiegenen Plebejern bestand. Und die Patrizier konnten sicher sein, dass in der Versammlung der Plebs der Einfluss dieser aufgestiegenen Plebejer dafür sorgt, dass meistens auch die Interessen der Patrizier nicht verletzt werden durch diese Gesetzgebung. Wir sind noch nicht so weit, aber nach den Quellen ist eben unsere Gesetzgebung, die Zwölftafelgesetzgebung, Teil dieser Auseinandersetzung zwischen Patriziern und Plebejern. Das ist ein besonders wichtiges Faktum, das Sie auch, wenn Sie es als Klausuraufgabe hätten, hervorheben sollten, weil es Bedeutung hat für den Text, den ich Ihnen konkret anempfohlen hatte zur Konzentration, nämlich Tafel 8, Paragraph 9. Auch da geht es um das Verhältnis von Patriziern und Plebejern. Und das ist eine allgemeine Regel, die Sie sich hier schon merken sollten, in der Digestenexegese. Im ersten Abschnitt, wenn Sie den historischen Kontext der Quelle schildern, ist es immer gut, wenn Sie etwas Allgemeinwissen haben zu der jeweiligen Quelle und etwas Allgemeines dazu sagen können, wann und warum sie entstanden ist. Aber besonders wichtig sind solche Informationen, die dem Leser helfen, den Text, mit dem Sie sich nachher beschäftigen, einzuordnen, also Informationen, die irgendwie mit der Sache, um die es in diesem Text geht, zu tun haben. Das wäre hier also etwa die Information, das Zwölftafelgesetz steht im Kontext der Ständekämpfe. Denn gerade um die Beziehung zwischen Oberschicht und Unterschicht, nämlich zwischen Patronen und Klienten, geht es nachher in dem Text, über den wir sprechen wollen. Eine letzte Information können Sie den Quellen, die ich Ihnen abgedruckt hatte, noch entnehmen. Nämlich die Information, dass man sich bei der Zwölftafelgesetzgebung an griechischen Vorbildern orientiert hat. Die Einzelheiten sind etwas widersprüchlich in den beiden Quellen und Sie dürfen wieder sich daran erinnern. Es geht hier um Autoren, die mit sehr großer zeitlicher Distanz über Dinge berichten aus einer Zeit, zu der es wenig schriftliche Quellen gegeben hat und heute gar keine mehr gibt. Wir können also nicht überprüfen, ob es wirklich eine Gesandtschaft nach Athen gegeben hat. Man muss sagen, Athen war für die Römer damals sehr weit weg. Die Römer waren eine unbedeutende Kleinstadt. Ob man sie wirklich im damals schon großen und wichtigen Athen empfangen hätte, ist schwer zu sagen. Die Römer hatten aber auch griechische Städte in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, in Unteritalien. Insofern liegt es nahe, dass man sich zunächst mal dort erkundigt hat, nach den dort üblichen Maßstäben der Gesetzgebung. Sicher ist, zu dieser Zeit waren die Römer noch nicht die führende Macht im Mittelmeerraum. Sie waren auch noch nicht das Volk der Juristen, das sich eine einzigartige und vorbildliche Rechtsordnung geschaffen hat, sondern sie waren ein kleines Landstädtchen von geringer Bedeutung in Mittelitalien. Und die Griechen waren ihnen in fast allen Aspekten der Zivilisation weit voraus. Es gab auch ausgefeilte Rechtsvorschriften in Athen, aber auch in anderen griechischen Städten. Und dass die Römer sich daran orientiert haben, ist plausibel.
Man kann auch Übereinstimmungen in einigen Punkten zwischen dem römischen Zwölftafelgesetz und griechischer Gesetzgebung feststellen. So viel also zum historischen Hintergrund. Einen wichtigen Punkt sollte ich Ihnen noch sagen. Ich habe jetzt die ganze Zeit von der Zwölftafelgesetzgebung als einem Vorgang gesprochen, den wir zwar nicht im Einzelnen rekonstruieren können, über den wir aber doch einige Aussagen machen können. Das Zwölftafelgesetz selber ist nicht überliefert. Es soll auf großen Tafeln eben öffentlich ausgestellt gewesen sein, auf dem Forum, sodass die Bürger hinkommen und es sich ansehen konnten, so wie das auch bildlich immer wieder dargestellt wird. Aber diese Tafeln sind nicht erhalten. Es wird oft angenommen, dass sie bei der Eroberung der Stadt Rom durch die Gallier im 4. Jahrhundert zerstört wurden. Das ist möglich. Es gibt aber sicher auch viele andere Wege, wie diese zwölf Tafeln verloren gegangen sein können in der langen Zeit, die zwischen ihrem Erlass liegt und den Quellen, die wir dazu haben. Sicher ist, die Römer der klassischen Epoche kannten schon den Zwölftafel-Originaltext nicht mehr. Die Tafeln waren verschwunden. Und wir wissen über den Inhalt der zwölf Tafeln nur aus Bruchstücken, aus Zitaten etwas. Also juristische Autoren, aber auch Nicht-Juristen berichten manchmal einen Satz aus den zwölf Tafeln. Die Juristen berichten über die Sätze, die zu ihrer Zeit noch galten. Und beispielsweise Cicero berichtet, dass er die zwölf Tafeln als Kind auswendig lernen musste und zitiert dann ein Stück, um zu beweisen, dass er es noch kann. Aus diesen Bruchstücken wird also der wesentliche Inhalt rekonstruiert. Aber wir können nicht genau sagen, in welcher Reihenfolge die überlieferten Sätze standen. Und es gibt radikale Forscher, die sagen, bei dieser eigenartigen Überlieferungslage ist doch nicht mal ganz sicher, dass es überhaupt einen solchen Gesetzgebungsakt gegeben hat. Es ist also in der Tat nicht völlig ausgeschlossen, dass es statt eines Gesetzgebungsaktes, wo alles Wichtige zusammengefasst wurde, eine Reihe älterer Gesetze gibt, die man erst später im Zuge einer nachträglichen Legendenbildung zu einem Zwölftafelgesetz zusammengefasst hat. Ich glaube, die Nachrichten über das Zwölftafelgesetz als ein Gesetz sind so zahlreich und es ist auch nicht unplausibel, dass es so eine Sammlung wichtiger Rechtssätze gegeben hat, die hat es auch in anderen Städten gegeben, dass man doch einigermaßen zuversichtlich sein darf, dass das Zwölftafelgesetz wirklich eine historische Texteinheit war und dass der Erlass des Zwölftafelgesetzes ein gesichertes historisches Ereignis ist. Wir kennen aber das Phänomen erfundener Traditionen aus vielen Bereichen der Kultur. Zum Beispiel sind Kilts in Schottland erst seit etwa 170 Jahren üblich. Das ist eine erfundene Tradition des 19. Jahrhunderts, keineswegs die mittelalterliche Kleidung der Schotten. Es gibt also solche Traditionen, die den Menschen uralt vorkommen, in Wirklichkeit aus der neueren Vergangenheit stammen. Insofern bleibt ein Rest Zweifel und man muss sagen, für alles Weitere ist das gar nicht so wichtig. Die Römer haben dieses Zwölftafelgesetz mit einem bestimmten Inhalt als Ursprung ihrer juristischen Tradition angesehen. Über diese Sätze müssen wir sprechen, weil sie eben für die weitere Rechtsentwicklung wichtig waren. Ob sie auf einen Schlag oder nach und nach erlassen wurden, steht gar nicht im Zentrum. Aber natürlich wollen wir als Rechtshistoriker die Wahrheit wissen. Es spielt auch natürlich eine Rolle für die Erklärung des Inhalts dieser Gesetze, was wir vermuten über ihren Ursprung. Deswegen ist es wichtig, darüber nachzudenken. Aber Sie sollten auch wissen, dass es da Zweifel gibt, die man in der Geschichtswissenschaft nicht ausräumen kann. Anders als in der Juristerei kann man sich nicht immer definitiv entscheiden, sondern bleiben manchmal Fragezeichen. Schauen wir also auf den Inhalt dessen, was wir an rekonstruierten Texten haben. Dann sehen wir da vieles, worüber wir in den nächsten Stunden noch sprechen werden. Tafel 1 bis 3 behandeln das Prozessrecht. Das werden wir, wenn wir über das archaische Prozessrecht, die Legis Actionen sprechen, in der nächsten Stunde uns noch anschauen und schon jetzt die Aufforderung, dass Sie sich diese Vorschriften mal anschauen und da wieder sich fragen, was würde ich in einer Klausur darüber schreiben. Zum historischen Kontext müssen Sie sich da nicht nochmal äußern, aber schauen Sie sich inhaltlich mal an, Tafel 1 bis 3 und überlegen Sie, was dazu zu sagen ist zur Vorbereitung auf die nächste Stunde. Tafel 4 und vor allem 5 betreffen das Erbrecht, auch das werden wir hier noch besprechen. Deswegen gehen wir jetzt darüber hinweg. Tafel 6 betrifft, steht hier das Vertragsrecht, in Wirklichkeit betrifft sie bestimmte Rituale oder bestimmte formale Geschäfte
insbesondere die sogenannte Monkey Patio. Es gibt in der Vorlesung des Sommersemesters eine Einheit Recht und Ritual, wo diese Rituale vorgestellt werden, die eben ins altrömische Recht zurückreichen. Dazu finden Sie Regelungen auf der Tafel 6. Wir werden sie hier nicht näher besprechen. Tafel 7 betrifft das Nachbarrecht. Das überrascht Sie vielleicht, denn in Ihrer juristischen Ausbildung spielt das Nachbarrecht keine große Rolle. Wenn Sie aber alt genug sind, um sich noch an den im Fernsehen ausgetragenen Rechtsstreit um den Knallerbsenstrauch zu erinnern, dann ahnen Sie, dass Nachbarrecht eine wichtige Materie ist. Und wenn Sie selber schon mal Ärger mit Ihrem Nachbarn hatten, dann wissen Sie das erst recht. In einer kleinen Stadt, wie Rom das war, mit viel Landwirtschaft, das heißt mit landwirtschaftlichen Grundstücken außerhalb der Stadtmauer, ist ganz klar, die Verhältnisse zwischen Grundstücksnachbarn sind ein großes Thema und müssen geregelt werden. Und dann kommen wir eben zu den Vorschriften, die ich heute in den Mittelpunkt stellen will. Tafel 8 und 9, vor allem aber Tafel 8, betreffen das Strafrecht, wenn man davon schon sprechen kann. Tafel 10 betrifft dann das Bestattungsrecht, das ich eingangs erwähnt habe, mit der Vorschrift, dass in den Stadtmauern grundsätzlich niemand bestattet werden darf. Ausnahmslos galt das nicht. Sie kennen vielleicht die Engelsburg in Rom, das ist eigentlich das Grabmal des Kaisers Trajan und war eine innerstädtische Bestattung. Aber im Allgemeinen eben galt die Regel, dass Bestattungen in der Stadt nicht zulässig sind. Tafel 11 und 12, da können wir nochmal zurückschauen auf die Quellen zum historischen Kontext. Die sagen selbst, das sind ergänzende Vorschriften, die nachträglich von der Kommission hinzugefügt wurden, die dieses 12-Tafel-Gesetz erlassen oder entworfen haben soll. Das sind eben ergänzende Bestimmungen verschiedenen Inhalts, soweit wir das rekonstruieren können. Schauen wir jetzt genauer auf die Tafel 8. Ich hatte gesagt, Strafrecht, wenn man schon davon sprechen kann. Wir werden sehen, dass die Abgrenzung Strafrecht, Privatrecht letztlich hier noch nicht getroffen werden kann. Denn es geht zwar um Tatbestände, die aus heutiger Sicht strafbares Verhalten begründen könnten, aber die Strafe muss jeweils der Geschädigte selber suchen. Und ob das eine Strafe oder eine Bußzahlung ist, die vielleicht auch Schadensersatzfunktionen hat, lässt sich gar nicht ohne weiteres sagen. Am Anfang steht eine eigenartige Vorschrift, von der wir auch nur den Tatbestand, nicht die Rechtsfolge kennen, nämlich qui ballum carmen incantasit, wer ein böses Lied gesungen oder aufgesagt hat. Das könnte einfach einen Schmähgesang bedeuten oder auch einen Zauberspruch. Und es spricht durchaus einiges dafür, dass die Römer in ihrem archaischen Recht den Schadenszauber unter Strafe gestellt haben. Auch im entwickelten römischen Recht und ja auch noch im Mittelalter und in der Neuzeit gibt es den Straftatbestand der Magie, auch wenn wir heute das für Aberglauben halten. Daran schließen sich an Vorschriften über Körperverletzung, und zwar zunächst mal die Vorschrift für schwere Körperverletzung, dass da die sogenannte Talion eintreten soll. Das heißt, das Recht des Geschädigten, dem Täter das anzutun, was man ihm angetan hat. Also wer ein Glied des Körpers verloren hat, wem ein Arm oder Bein ausgerissen wurde, der darf auch dem Täter das Gleiche antun. Es sei denn, es kommt zu einem Vergleich, das heißt zu einer Bußzahlung des Täters an das Opfer. Auch hier ist also die Möglichkeit, dass das Ganze nicht nach dem Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn geregelt wird, sondern eben im Wege einer Einigung durch eine Geldzahlung ausgeglichen wird, schon vorgesehen. Zumindest in späterer Zeit hat der Staat wohl erzwungen, dass solche Geldzahlungen angenommen wurden. In der Frühzeit scheint es tatsächlich ja ein Recht auf Rache noch gegeben zu haben. Jedenfalls ist es eben wohl Sache des Opfers gewesen, diese Rache oder auch die Geldzahlung zu suchen. Der Staat hat keine staatliche Strafverfolgung unternommen. An die Vorschrift über das Membrum Ruptum, über das abgerissene Körperglied, schließen sich dann Vorschriften über Knochenbruch und über sogenannte Injuria an. Da geht es also um leichtere Körperverletzungen. Die werden auf jeden Fall mit einer Geldbuße, die hier in der römischen Kupferwährung Ass angegeben ist, geahndet. Wir sehen hier übrigens auch für einen Sklaven gibt es eine solche Buße. Der Sklave zählt die Hälfte von einem Freien. Er wird nicht etwa einfach als Sacher behandelt in dieser Gesetzgebung. Da wird die spätere römische Gesetzgebung eher brutaler. Und es gibt dann eben auch eine Geldzahlung für Injuria. Damit dürfte die leichte Körperverletzung, aber auch die Beleidigung gemeint sein. Das gibt es noch im späteren Recht, dass unter Injurien man sowohl die Verbalinjurien, die Beleidigung, wie auch die Realinjurien versteht, also die Kundgabe der Missachtung einer Person durch einen körperlichen Angriff. Auch das kostet eine Geldbuße.
Dann kommt die Vorschrift unseres Paragraphen 9, die ich Ihnen ja besonders ans Herz legen wollte, mit der Vorschrift, dass für den Treuebruch, für den Betrug eines Patrons an seinem Klienten die Sanktion der Verbannung oder der Vogelfreiheit Saca Esto eintreten soll. Das ist also die schwerstwiegende Sanktion in dem gesamten Text. Ich hatte ja gesagt, Saca Esto bedeutet, dass das Opfer straflos getötet werden darf. Das ist hier offenbar der Fall und es knüpft an daran, dass ein Patron seinen Klienten betrogen hat. Diese Klientelverhältnisse waren für die römische Gesellschaft sehr wichtig. Da geht es also darum, dass arme Leute sich unter den Schutz eines reichen Patriziers stellen, der sie dann vor Gericht verteidigt, der sie hilft und der ihnen hilft und sie unterstützt. Dafür unterstützen sie ihn, wählen ihn beispielsweise, wenn er für ein politisches Amt kandidiert. Und diese Verhältnisse werden hier eben verrechtlicht in der Weise, dass der Patron eben, wenn er seinem Klienten die Treue bricht, wenn er nicht für ihn da ist, wie er ihm das versprochen hat im Rahmen dieser für beide Seiten nützlichen Freundschaft, dass die schwerwiegende Sanktion der Sazertät, der Vogelfreiheit nach sich zieht. Wenn es also darum geht, dass diese Gesetzgebung ein Kompromiss ist zwischen Plebejern und Patriziern, dann liegt es nahe, dass die Patrizier bereit waren, schwarze Schafe in ihren Reihen, Patrizier, die also ihren Treuepflichten gegenüber ihren Klienten nicht nachkommen, mit dieser schweren Strafe zu belegen. Man kann sich allerdings auch fragen, wie das durchsetzbar war. Auch hier wird wohl gegolten haben, dass eben es Sache des Geschädigten ist, die Strafe zu suchen. Bei der Vogelfreiheit, der Sazertät, ist allerdings unklar, ob da überhaupt ein Verfahren stattfand oder ob die Strafe sozusagen ipso jure eintrat, als sogenannte Tatstrafe. Es könnte also so sein, dass einfach jemand, der sowas tat, vogelfrei war und dass erst dann vor Gericht kam, wenn ein anderer ihn getötet hat und gesagt hat, das durfte ich, weil der ja vogelfrei war. Es könnte aber auch sein, dass diese Vogelfreiheit Folge eines Strafurteils war. Dann kann man sich fragen, konnte ein Klient in seiner schwachen Position so ein Verfahren überhaupt betreiben? Wir wissen aus anderen Quellen, dass Klienten ihre Patrone generell nicht vor Gericht laden durften. Wenn das so war, dann lief diese Sanktion vielleicht leer und war überhaupt mehr symbolisch. Das wissen wir nicht genau. Das alles hätten sie natürlich in einer Klausur nicht wissen müssen. Sie hätten aber zumindest erklären können sollen, weil man das leicht nachschlagen kann, was ein Patron und was ein Klient ist, was die Bedeutung dieser Klientelverhältnisse ist und was mit der Vorschrift gemeint ist. Das zumindest, denke ich, hätte man hier sich feststellen können, denn dafür hätte ein bisschen googeln oder ein Blick in ein Lehrbuch gereicht. In der Klausur werden natürlich Texte drankommen, zu denen Sie aufgrund der Vorlesung etwas mehr Vorwissen schon haben. So viel also zu dieser Aufgabe, die ich gestellt hatte. Wenn es eine wirkliche Exegese in einer Klausur gewesen wäre, dann wäre der letzte Punkt immer nach Möglichkeit Bezüge zum geltenden Recht darstellen. Das ist unterschiedlich, ob das überhaupt möglich ist. Hängt natürlich auch von Ihrem Ausbildungsstand ab, ob Sie das können. Wenn ich das in der Klausur von Ihnen hören will, werde ich Ihnen dazu ein paar Hinweise geben oder darauf achten, dass für alle, auch für die Erstsemester, die Möglichkeit besteht, dazu was zu schreiben. Hier kann man vielleicht sagen, dass es direkte Parallelen im modernen Recht nicht gibt, weil in unserem heutigen Recht wir solche Klientelverhältnisse nicht mehr haben. Wir haben zwar Freundschaften, wir haben sicherlich auch Freundschaften zwischen mächtigeren und einflussreicheren Personen und Leuten, die sich an diese einflussreichen Personen dranhängen, weil sie sich davon was erhoffen. Aber verrechtlicht werden durch unser Recht solche Beziehungen nicht, weil sie auch nicht die Tragweite haben wie in alten Rom, wo dieses Beziehungsgeflecht ganz zentral war. Natürlich haben wir trotzdem Vorschriften über Treubruch und am nächsten liegt vielleicht die strafrechtliche Untreue, 266 StGB, die allerdings finanzielle Untreue meint. Hier wird zwar auch von Fraus, von Betrug gesprochen, ob das aber sich aufs Finanzielle beschränkt, ist zumindest nicht ganz gesichert. Ja, schauen wir abschließend noch kurz auf den letzten Paragraphen auf dieser Tafel 8. Da sehen wir eine Vorschrift darüber, dass eine Buße in Form eines Tieres geleistet werden soll, wenn das Wurfgeschoss eher der Hand entflohen ist, als dass es geworfen wurde. Dies ist offenbar ein ungeschickter Versuch, das, was wir heute Fahrlässigkeit nennen, zu benennen. Also jemand hat offenbar einen anderen verletzt mit einem Geschoss, aber er hat es nicht so sehr geworfen, als dass es seiner Hand entflohen ist, soll heißen, es war wohl keine Absicht. Und dafür wird eine
Buße, die geringer ist jedenfalls als die Talion bei schweren Verletzungen vorgesehen. Daraus können wir zunächst mal schließen, dass bei den anderen Tatbeständen wohl an vorsätzliches Verhalten gedacht ist. Wir sehen aber vor allem auch, das römische Recht dieser Zeit ist noch ganz am Anfang. Es gibt keinen Begriff von Rechtswidrigkeit, Verschulden, Vorsatz, Fahrlässigkeit. Man versucht, das zu beschreiben, man tastet sich heran, aber eben noch mit sehr unvollkommenen Begriffen, wie man das sich für ein archaisches Recht vorstellt. Das soll dieser kleine Überblick sein zum römischen Strafrecht. Das steht ja für uns nicht so im Zentrum des Interesses, und zu den 12 Tafeln. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was auch über deren Charakter gelernt. Nochmal die Bitte, schauen Sie sich zur Vorbereitung auf die nächste Stunde die ersten 3 Tafeln an und überlegen Sie sich, was man daraus über den Ablauf des Prozesses in der ganz alten Zeit lernen kann. Nehme das vorweg, selbstverständlich nicht alles, was dazu zu sagen ist, aber bestimmte Elemente des römischen Prozessrechts lassen sich bei genauer Lektüre erkennen. Die werden dann das Thema der nächsten Stunde sein. Dazu gibt es wieder ein Lehrvideo. Es gibt aber auch in der nächsten Woche eine Möglichkeit, direkt in Kontakt zu treten. Ich werde zur Vorlesungszeit um 8.30 Uhr eine Fragestunde per Zoom anbieten. Dazu versende ich noch einen Zoom-Link. Da erzähle ich Ihnen nichts über die Legisaktion, sondern Sie haben Gelegenheit zu den Videos, die es schon gab, zum Ablauf, zur Klausur, zu allen Punkten, zu denen Sie Fragen haben, mir Fragen unmittelbar zu stellen. Ich freue mich, wenn da ein bisschen Interesse besteht, auch wenn es früh am Morgen ist. Vielen Dank.